Wir sind in der letzten Folge hier an einer Quelle des Pferdegottes angelangt. Ganz, ganz seltsam. Noch viel seltsamer ist, dass wir hier irgendwie, ja, wieder das Gefühl vermittelt, als wäre hier noch eine große Fee, was gar nicht mehr sein kann. Und ich will eigentlich gar nicht gucken, aber ich muss. Du, junger Mann. Bitte höre mich an. Ja? Ich bin. Ach, nenn mich Marlon. Was? Musstest du jeden Schmerz erleiden, ein geliebtes Pferd zu verlieren? Nö, bisher sind alle davongelaufen, aber sind irgendwo noch. Wenn ich meine Kraft zurück hätte, könnte ich dir da vielleicht helfen. Ich brauche nur Rubine. Und fast kein Betrag ist zu klein. Ich brauche nur 1000 Rubine. Schnell. Wenn ich zu meiner alten Form zurückgefunden habe, haben Pferdefreunde Grund zur Freude. Gewiss ist ja doch ein. Hä? 1000 Rubine. Okay. Hä, ist das eine große Fee? Danke, mein Retter. Oh mein Gott! Ja, ich war schon ganz schön lange in dieser Knospe eingesperrt. Ich habe überall Krämpfe. Hast du mich befreit? Ja, Fragezeichen. Aber mit den Händen total verarscht. Ich bin Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Für eine Befreiung hast du eine Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? War nur Spaß. Sehr witzig. Wenn dein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn du dagegen mutwillig einem Pferd um sein Leben bringst, dann erwarte keine Gnade von mir. War nur Spaß. Lass mich mal sehen. Ja? Kümmern sich um deine Pferde, das scheinen alle wohl auf zu sein. Alter! Ja, was wäre wohl passiert, wenn eins meiner Pferde schon abgekackt wäre, wa? Gut zu wissen. Ist außergewöhnlich. Okay, das war ganz zu bezweifeln. Ich habe mit denen noch nicht so viel gemacht, was da irgendwie das Band verstärken würde. Teil weiter in dein Leben an den Pferden. Lebe es in vollem Galopp bis zum Ende. Wow, das ist eine tolle Belohnung. Hey, hallo? Du wieder, warum bist du hier? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber wenn ich ehrlich sein darf, ist mir momentan auch scheißegal. Alter, der Gott der Pferde wollte mich verarschen. So. Als nächsten Schrein. Alter, was war denn das bitte? Der Gott der Pferde. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Mann, Mann, Mann. So, guck gerade mal hier schnell auf meiner Liste. Ja, noch alles geladen hat, ging eigentlich mehr darum, dass ich noch gucken wollte wegen der Krogmaske. Den doch bald schon gerne hätte. So, wir sind ja hier, waren wir schon lange nicht mehr, Leute. Hier haben wir, glaube ich, damals die Fähigkeit fürs Eis bekommen, hä? Und, ist da unten jetzt echt ein Schrein, den ich vergessen habe?
Jo, damit wird die Frage schon beantwortet. Was macht denn ein Schrein hier unten? Aber doch deswegen. TikTok Hängebrücke. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Mal ganz kurz hier, maximummäßig und so weiter und so fort. Dann hätte ich dann doch gerne. Ich meine, die sind zwar eigentlich nicht so stark, aber ich habe da schon länger nichts mehr gemacht und so. Deswegen, erstmal habe ich noch irgendwie etwas um für extra Herzen und so. Dinge, ja, ist Quatsch, sowas zu nehmen. Mit dem Schleichen, das würde ich gerne nehmen. So, ich müsste jetzt rein theoretisch extrem leise sein. Ganz kurz gucken. Ich würde sagen, Explosionen sind doch besser bei dem. Waffen, Königsschwert mit Angriff Plus, jo. Kann hier halten. Ich kann dem ja theoretisch. Da ist natürlich der Schutzpanzer, müssen wir eigentlich erstmal verbrennen. Ja, da hoch will ich jetzt sicher nicht. Hä? Das hat er noch bemerkt, obwohl ich Schleichen drauf habe. Einmal ganz kurz, da gehen wir sowieso ein bisschen auf den Sack hier. Hä? Brennt das nicht? Ah doch, jetzt. Ups, das war nicht das Auge! Ja, komm. Sag mal. Moment mal ganz kurz. Wollte gerade sagen, ja, komm, jetzt mach halt lame Variante. Das ist wirklich stark geworden. Ja, die Waffe hat es durchaus drauf. Was aber da alles? Ist ein Schatzsäbel? Hm. Königshellebarde. Die Waffen sind ja meistens nicht ganz so stark. Hat natürlich Weitwurf, aber die Rudolanze. Aber nur weil es halt plus 11 drauf hat, wa? Naja, trotzdem. So. Also, Hinungsblatt machen geht auch noch sehr schön. Und warum der mich merkt hat, weil eigentlich. Ja, wer müsste eigentlich gehen, wenn ich da auf ihn aufklettere? Oh. Da vorne sind noch ein paar. Krog-Rätsel zu lösen, also wie es aussehen, ja, gleich muss und so weiter und so fort. Kennen wir ja. Sag mal, ein fetter Inox hier. Okay, das ist ja einer der Anfangsscheine hier, also rein theoretisch dürfte er gar nicht so schwer sein. Oder kompliziert wohl eher, weil es an anderen Scheinen schon schwer. Wenn, dann eher kompliziert, aber schwer? Nee, never ever. Und wieder mal rein. Jetzt habe ich vor lauter Verwunderung, weil es ein Hinox war, gar nicht so genau darauf geachtet, welche Farbe der hatte. War es jetzt ein blauer oder war es eher ein schwarzer? Es wäre ein blauer gewesen, weil ich glaube nicht, dass ein schwarzen so viel abziehen würde mit einem richtigen Angriff. Ah, ich meine, klar, Bombenfallen ins Auge tun weh, verstehe ich ja.
Aber dann auch, ja, mit obuses Zorn und so. Oh nein, ist eine Kraftprüfung. Ja, komm, wie du sagst, ist eine leichte. Ich habe keinen Bock auf eine schwere. Leicht, okay, gut. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. So, das machen wir auf die Schnelle. Ich überlege, da habe ich aber noch irgendwelche antiken Waffen, glaube nicht mehr, was sind alle schon. Ja. Du bist nicht gerade nett, wa? Moment, bei dem kann ich nämlich relativ gut das Timing trainieren. Was machst du jetzt da? Ernsthaft? Mann, bist du doof, ey. Jetzt schon? Ich habe genug Ausdauer. Toll. Aua, aua, aua. Trotzdem trifft es nur einmal. Interessant, war. Der Modus trotzdem nur im Flug funktioniert. So, komm. Oh mein Gott. Ja, ich hab's überlegt zu kontern, aber ganz ehrlich, ist sehr, sehr heikel. Ich meine, ich hab's genug Schild, aber. Um einmal zu risken. Ja, ich hätte eigentlich genug, ich hätte zurückriskieren können, wenn man dann zerbrochen wäre. Egal. Ein Reaktorkern. Oh, nehmt doch immer wieder gerne. So, Prüfung vorbei. Damit fehlen bloß noch 24 Schreine. Also prüfende Stärke, Meister. Du bist der Held, der jedem gefällt. Ja, komm. Das ist Nummer 2. Will die Göttin ihr beistehen? Ja, wenn sie es mal tun würde. Hat er immer Besseres zu tun. So. Ich bin eigentlich noch im Sidequest-Modus drin. Wow, 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 wow. Fällt gerade das ganze Buch auseinander. Und zwar geht es mir eigentlich um die seltsame Maske. Die Krogmaske, was wir erstmal angehen wollen. Hat mir zumindest mal so gedacht. Okay. Die Krogmaske. Tagebucheintrag haben wir, glaube ich, auch darüber. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baumes in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Eigentlich gibt es eine einfache Methode, sie zu finden. Okay, was ist das gerade? Ich gucke mal ganz kurz, die seltsame Maske. Finde ich die nicht einmal? Hä? Ja, doch. Wie sie eigentlich logisch war, hä? Vor allem, wenn es halt, irgendwie in einem Wald, der alle Besucher irre führen soll. Es geht gar nicht anders. Es muss hier drin sein. Weil der Krog ist aber, glaube ich, nicht so weit drin, sondern eher noch ein bisschen am Anfang. Aber so einen einfachen Weg gehen, sie zu finden, das verstehe ich halt nicht. Was ist damit gemeint, diesen einfachen Weg sie zu finden? Hallo? Sind solche Dinge einfach?
Na, mal gucken. Was ist hier mit dem Turm passiert? Ach so, stimmt, das war der seltsame Turm, genau. Der Creepy-Turm, ich erinnere mich wieder. Dann mal ganz kurz, einmal nach oben. Also eigentlich darüber, war. Und Urbosas Zorn müsste gleich wieder einsatzbereit sein. Na, 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 komm, komm. In 3, 2, 1. Und auch nichts. So, wir waren jetzt ein bisschen zu weit. Jo. Dann mal gucken, weil wir waren das damals schon wieder. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das ist ja der richtige Weg da entlang. Ist ja direkt hier irgendwo ein creepy Baum oder so? Muss ja fast. Ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, Alter. Nein, 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 nein. Uff. Alter. Nee, das ist eine Truhe, aber es ist nicht so eine Truhe, weil es müsste eine Ex-Truhe sein. Was ist das für ein Baum? Der ist aber sehr creepy. Hä, was sehen die alle so aus? Nee, hä? Gut, im Schlundflach komme ich irgendwie speziell rein. Ist natürlich nicht gerade die feine englische Art und so, aber vielleicht. Ich bin hier ganz offenbar falsch. Kacke nochmal, wie kann das sein? Das ist ein Schlund, aber da ist auch. Hä? Eine einfache Methode gibt ihn zu finden, gemäß Beschreibung. Verdammt, von hier komme ich ja. Ganz ehrlich, wenn da drin etwas wäre, ich müsste irgendwie aufblinken sehen, ich sehe da nichts. Also kann es der auch nicht sein. Ich bin schon wieder hier. Alter.
So, wenn wir ganz kurz Leute, das dauert mir zu lange. Das dauert mir zu lange. So, bin ich jetzt hier überhaupt ungefähr richtig? Ja, ja. Wertvolle Hilfe, bla bla. So, was steht hier noch? Wenn du schließlich zwei nebeneinander stehende Feuerschalen erreichst. Bin ich hier außer meinen irgendwelche andere? Nimmst du dort die Fackel? Aha, okay. Steh, kannst du dir von ihren Funken weiter Weg weisen lassen. Okay. Können wir vielleicht sogar von der, wie soll ich sagen, von der anderen Seite aus, wenn ich da halt vom Wald ausgehen würde, würde es vielleicht auch gehen, aber ganz ehrlich. Wenn ich schon mal hier bin. So. Also da entlang. Vielleicht eher hier. Einen Funken im Weg weisen lassen. Ob das funktioniert? Hier ist schon mal nix. Hier ist wieder so ein creepy Baum. Was hat's da entlang? Jetzt hat er da entlang, oder? So. Jetzt da. Ich höre zumindest mal einen Hund. Das dürfte ja auch ein gutes Zeichen sein. Hier ist auch nichts drin. Ne, die Extra wird das sich von Weitem sehen. Ja, mit dem Wald durch den kompletten Wald durch. Super. Aber das ist der richtige Weg. Super. Einfach ganz geil. Ja. Nützt mir so natürlich nichts, weil ich so ja die Maske nicht finde. Oh Mann, jetzt sind die ganz paar schon in solchen Dingen her, da gibt's einfach nicht die. So, das heißt für uns eigentlich entweder zurück zu den Feuerschalen oder wieder komplett zum Anfang zurück. Bin ich echt dran vorbeigelatscht. Alter, will mich das abfacken. Da muss fast so sein. Ja, komm, schieb mich raus. Ah, ich bin wieder hier. Okay, cool. Also, Moment mal ganz kurz. Kann irgendwie nicht ganz wahr sein, oder? Zwischen zwei Bäumen hindurch, okay. Ja,
So, jetzt zeigt er da entlang. Ja, aber da ist nichts. Ja, aber hier war doch schon mal drin. Das ist nicht die, die ich gesucht habe. Nee, da ist nicht das. Jetzt müsste ich eigentlich wieder am Anfang sein, wa? Neben dem Ende. Scheiße, bin ich komplett unter den Wald gelatscht. Nein! So, komm. Gibt's noch nicht, ey. Ja, hier steht zuerst, biegst nach links, nach Süden ab von dem her und gehst geradeaus, bis die Funken dann hinter einem Baum nach rechts, also quasi nach Westen wehen. Also hier zeigen sie noch richtig. Jetzt ist halt die Frage, ist bereits, ja eigentlich schon, wa? Ne, warte mal, jetzt zeigen sie wieder da entlang. So, jetzt zeigen sie hier durch. So, hier ist noch nichts. Ja, ja, okay. Nach Westen wehen. Geh hier noch ein Stück weiter, geradeaus. Hä, also nach Süden oder was? Nee, wäre Quatsch. Bin ich so eigentlich falsch, wa? Moment, ich weiß, wir können es auch zusammenschneiden, ich könnte es auch offscreen machen und zeigen, wo die verflixte Kiste wäre in der nächsten Folge. Wenn es auch länger dauert, mache ich das auch, aber erstmal noch nicht. Wo bin ich jetzt gestartet? Von da, war? Genau, die Dinger. So, also nochmal, war? Nach Süden, das ist Süden. So, jetzt zeigen sie da entlang, jetzt zeigen sie nach Westen. Geht ein Stückchen weiter. Gehe hier noch ein Stück weiter geradeaus. Warte mal. Weil hier zeigen sie noch nach Süden. Ja, mehr oder weniger nach Süden. Ja, doch, ist südlich. Genau, hier zeigen sie noch nach Süden, bla bla, und dann irgendwann geht nach Westen. Genau, jetzt wieder nach Westen. Jetzt soll ich aber noch ein bisschen weiter geradeaus gehen. Ah, und hier drin ist sie. Ja, leck mich am Arsch. Das gedauert, Freunde. Boah, ey, die Krogmaske. Puh. Nicht einem Weg folgen, sondern halt einem anderen seltsamen Weg folgen. So in der Art. Gut, das kann man nur in der Nacht machen, das weiß ich. Die Frage wäre dann für die nächste Episode. Ja, wir machen erstmal noch ein paar von anderen Ex-Dingern. Die Seltsam-Maske endlich geschafft, hey. Alter, leg mich am Arsch. So. Ah, Mann. So. Ja, wie hatte ich es hier? Ich glaube, vorhin hatte ich es so hier, wa? Könnte das etwa hinkommen? Ja, glaube schon. So, die Krogmaske. Yeah. Schlägt sie aus? Nee, noch nicht. Sieht natürlich auch bescheuert aus. Muss ich mir mal zugeben, aber egal. Habe jetzt eigentlich für die anderen Dinge hier, für die ganzen Ex-Dinger, extra, würden sie diesem Gegenstand geben, statt Stall des Flusses. Glaubt man noch nicht, war Stall des Waldes. Die Stelle sind relativ gut.
kennzeichnen. Das ist halt Orni. Stahl bei der Brücke. Ja, mein Fluss toll, jetzt über einen Fluss. Ah, hier. Gut. Gehen wir dahin, gucken uns die nächste Folge um und ja, finden hoffentlich auch noch die anderen legendären oder einfach die Ex-Dinger. Mal gucken. Und dann weiter zu den Ornis. Auch da noch viele Scheine und so weiter und so fort. Oh ja, da gibt noch viel zu tun, Freunde. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Aber wir bleiben am Ball. Das sowieso. 86 Scheine, meine Güte. Mehr als 84 Crocs haben von über 900. Boah. Die Obskins zu sammeln wird mich richtig, richtig ab. Vielleicht macht das sogar bis zum nächsten Part schon ein bisschen Obskins sammeln. Könnte sogar sein. Muss mal gucken. In der Lustenlaune. Wie immer sei es, sagen wir mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis nächstes Mal zurück hier bei Breath of the Wild. Ciao zusammen.